In diesem Video erkläre ich euch, wie man den Erwartungswert und die Standardabweichung einer Binomialverteilung berechnet. Dazu betrachten wir die Aufgabe, die ihr unter dem Titel Computerchips auf Aufgabenpool.at unter der Aufgabennummer 1-683 finden könnt. Bei dieser Aufgabe geht es um ein Unternehmen, das Computerchips herstellt. Dabei ist jeder produzierte Computerchip unabhängig von den anderen mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% funktionsfähig. Das Unternehmen produziert jetzt an einem bestimmten Tag 500 Computerchips. Und die Aufgabenstellung lautet, den Erwartungswert und die Standardabweichung für die Anzahl der funktionsfähigen Computerchips, die an diesem Tag produziert werden, zu berechnen. Nun, zunächst einmal gilt es zu klären, woran man erkennt, dass man in diesem Beispiel den Erwartungswert und die Standardabweichung der Binomialverteilung verwenden kann. Die Voraussetzung für eine Binomialverteilung ist ja, dass es sich um ein sogenanntes Bernoulli-Experiment handelt. Das ist ein Experiment aus n voneinander unabhängigen Versuchen mit zwei möglichen Versuchsausgängen. Wir könnten jetzt sagen, unser Zufallsexperiment besteht darin, dass ein Computerchip entweder funktionsfähig ist oder nicht. Das wären die zwei möglichen Versuchsausgänge. Und wenn es sich um 500 Computerchips handelt, dann handelt es sich sozusagen um 500 durchgeführte Versuche, wo jedes Mal festgestellt wird, ob der Computerchip funktioniert oder nicht. Unabhängig davon ist auch es wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit sich nicht verändert und in der Angabe steht, dass jeder Computerchip unabhängig von allen anderen dieselbe Wahrscheinlichkeit hat, funktionsfähig zu sein, nämlich 97%. Daher dürfen wir die Binomialverteilung verwenden. In der Formelsammlung findet ihr Formeln für den Erwartungswert und die Standardabweichung der Binomialverteilung. Der Erwartungswert ist direkt angegeben, die Standardabweichung nicht, sondern angegeben ist die Varianz. Und hier müsst ihr darauf achten, dass das die Standardabweichung zum Quadrat ist. Möchte man also die Standardabweichung berechnen, muss man die Wurzel aus der Varianz ziehen. Beginnen wir mit dem Erwartungswert μ. μ ist n mal p. N wäre die Anzahl der Versuche, in diesem Fall die Anzahl der pro Tag produzierten Computerchips. Und somit ist n 500. P ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Computerchip funktionsfähig ist. Das sind 97%. Rechnet man das aus, so bekommt man einen Erwartungswert von 485. Das heißt, das Unternehmen kann erwarten, dass an diesem Tag 485 funktionsfähige Computerchips produziert werden. Nun zur Standardabweichung. Dazu betrachten wir die Wurzel aus der Varianz, also die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. N ist 500, unsere Wahrscheinlichkeit p ist 0,97 und 1 minus p ist dann 0,03. Wenn man diesen Wert ausrechnet und auf zwei Dezimalen rundet, bekommt man einen Wert von 3,81. Das heißt, die Standardabweichung, schreiben wir hier noch μ zum Erwartungswert, die Standardabweichung Sigma wäre dann 3,81. Das heißt, gerundet kann man erwarten, dass die Standardabweichung 4 Computerchips beträgt. Ja, ich möchte noch ein weiteres Beispiel zum Erwartungswert der Binomialverteilung mit euch durchbesprechen. Und zwar die Aufgabe Binomialverteilung, die ihr unter der Aufgabennummer 1-351 finden könnt. Und zwar ist hier eine Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomial verteilten Zufallsvariable dargestellt. Die Parameter der Binomialverteilung sind n gleich 6 und eine Wahrscheinlichkeit p von 0,5. Weiters ist angegeben, dass mit μ der Erwartungswert der Zufallsvariablen x bezeichnet wird. Und jetzt steht da, dass jene Rechtecksfläche schraffiert werden soll, für die gilt, dass die Wahrscheinlichkeit der Zufallsvariablen x größer als der Erwartungswert μ ist. Nun berechnen wir den Erwartungswert.
μ ist n mal p und das ist in unserem Fall 6 mal 0,5 oder der Wert 3. Wir hätten diesen Wert eigentlich gar nicht ausrechnen müssen. Es hätte auch genügt, die Wahrscheinlichkeitsverteilung genau zu betrachten. Denn für den Erwartungswert gilt, er beschreibt die zentrale Lage einer Verteilung, also die Zahl, die die Zufallsvariable bei einer hohen Anzahl von Versuchen im Mittel annimmt. Und was ihr seht, ist eine symmetrische Verteilung. Und wir sehen eindeutig, dass der Wert 3 die zentrale Lage dieser Verteilung ist. Das heißt, wir hätten auch ohne Berechnung davon ausgehen können, dass das der Erwartungswert ist. Nun soll jene Rechtecksfläche schraffiert werden, die der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable größer als der Erwartungswert ist, veranschaulicht. Größer als der Erwartungswert sind die Werte 4, 5 und 6. Die Wahrscheinlichkeiten sind hier auf der y-Achse eingetragen. Das heißt, die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht jenen Rechtecksflächen, die ich hier jetzt rot schraffiere. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable p, dass die Zufallsvariable x größer als 3 ist. Das wäre p von x gleich 4 plus p von x gleich 5 plus p von x gleich 6.